Moin und herzlich willkommen beim Flachlandradler, der wie immer unterwegs ist und zwar heute richtig, richtig lange. Ja, es ist soweit, ich gehe die sogenannte Radlmaus-Challenge an. Ja, ich freue mich drauf, eine mindestens 300 Kilometer Tour mit dem Rennrad. Bin ich heute Morgen kurz nach 4 losgefahren in Hamburg-Harburg und mache eine lange, lange Tour Richtung Südosten. Ja, mein Ziel ist ungefähr Wolfsburg, das ist der südlichste Punkt. Und da drehe ich wieder und mache dann mit dem Rückenwind den restlichen 150 Kilometer Richtung Nordwesten nach Hamburg-Harburg wieder zurück. Ich freue mich drauf, ich habe mich richtig, glaube ich, gut vorbereitet, mental, physisch. Glaube ich, bin ich dem gewachsen. Ja, mein Rekord steht, oder meine längste Tour steht bei 254 Kilometer. Und ich habe aber schon gemerkt, auch bei der letzten 200er, ja, das kannst du mal angehen. Ja, die Tour ist jetzt durch die Lüneburger Heide hier. Ich stehe jetzt hier mittendrin hinter Garlsdorf. Ja, und dann geht es weiter, fast immer durch die Lüneburger Heide. Aber Sightseeing ist nicht angesagt. Ich werde mich immer mal zwischendurch melden. Natürlich ein paar kurze, schnelle Dinge mal zeigen. Aber die richtigen Highlights, die noch auf der Strecke kommen, werde ich wahrscheinlich nicht zeigen. Wolfsburg, das ist natürlich Halbzeit. Da weiß ja wohl jeder, was da los ist. Ja, und ja, frisch ist es an diesem Morgen. Ja, 6 Grad nur, aber es soll ein sommerlicher Tag werden. Perfekt, perfekte Bedingungen für diese Strecke, glaube ich. Deswegen habe ich es jetzt angegangen, ja, noch im April sogar. Wow, ein Sommertag soll es werden, 21 Grad so circa, also wow. Aber jetzt ist es noch frisch. Ich fahre noch weiter, die Sonne geht noch ein paar Minuten auf, Viertelstunde noch. Dann krabbelt sie über den Horizont hinüber und dann wird es immer heller und dann geht es immer weiter. Also, wenn ihr es mitkriegen wollt, ob ich diese 300 Kilometer auch wirklich schaffe, ihr müsst dranbleiben. Und eins muss ich sagen, es wird aber auch die letzte Tour sein. Warum, weshalb, werdet ihr vielleicht irgendwann zwischendurch oder am Schluss wissen, werde ich von erzählen. Also, denn viel Spaß dabei bei der kommenden Tour. Ja, nach 87 Kilometern mache ich mal die erste Pause. 8.45 Uhr, ich habe schon einiges geschafft, bin aber auch schon einige Stunden unterwegs. Ja, mehr als ein Viertel habe ich geschafft. Ich bin hier bei der Ortschaft Unterlüß. Die Strecke, die kannte ich bis hierhin, war mir irgendwie bekannt. Das habe ich irgendwann mal schon mal gefahren, das habe ich auch gemerkt. Ja, und große Highlights waren jetzt auch nicht. Ein paar schöne Aussichten, aber die Straßen sind recht ruhig noch so früh. Ja, wie es so ist, wenn ich hier jetzt sitze, da kommen die Autos, aber egal, bis jetzt war es echt ruhig. Straßenverhältnisse echt super. Natürlich auch mal ein paar Schlaglöcher, aber nach Belgien meckere ich hier nicht mehr. Ja, gutes Stück geschafft. Mehr als ein Viertel von der Gesamtstrecke, also auch schon mehr als die Hälfte bis nach Wolfsburg. Als nächstes, das große Highlight kommt jetzt erstmal Gifhorn. Das müsste eigentlich schon gar nicht mehr so weit weg sein, 35 Kilometer, dann fahre ich da schon durch. Aber wie gesagt, ich bleibe da nicht großartig stehen. Ja, und die Sonne wärmt jetzt, wie ihr seht, schon in kurz. So früh am Morgen, echt der erste richtig tolle Tag. Es macht richtig Spaß zu fahren, aber es war heute Morgen noch sehr frisch. Ja, 6 Grad waren heute Morgen, also Handschuhe und lange Sachen war leider noch mitzunehmen. Deswegen habe ich auch noch den
Rucksack jetzt mitgenommen. So eine Arschrakete oder so wollte ich jetzt da nicht ran haben. Das klappert auch immer so viel. Wenn ich ein bisschen weniger im Hochsommer oder so, dann werde ich auch weniger mit haben. Ich habe auch immer was zu essen mit. Deswegen bin ich immer noch mit Rucksack hier am Rennrad unterwegs. Ja, dann schauen wir mal. Ich bin jetzt kurz. Ich fahre jetzt weiter durch die Sonne Richtung Gifhorn. Also dann melde ich mich mal da irgendwo mal wieder. Mal sehen. Aber erstmal Prost. Da bin ich entlang gefahren, Richtung Garmisch letztes Jahr. Also kreuze ich hier die Strecke. Also weiter geht's Richtung Gifhorn. Kilometer 137 bin ich schon, kurz vor Gifhorn. Ja, und dann ist Wolfsburg auch nicht mehr weit. Ja, verpasst habt ihr echt nichts. Keine tolle Landschaften, alles irgendwie dasselbe. Ja, hätte ich mir anders vorgestellt. Und naja, was soll man machen? Asphalt war auch nicht immer glatt, also das hat man auch vergeblich gesucht, das hat immer gehubbelt. War eigentlich nicht schön, habe ich mir besser vorgestellt, aber es ist jetzt unheimlich warm geworden. 17, 18 Grad jetzt schon kurz, ja, vor 11:30. Unglaublich ist das warm jetzt hier. Es war ein Sommer. Ja, aber naja, begeistert war ich jetzt nicht. Es funktioniert alles. Ich fahre einfach immer weiter. Aber wie gesagt, Highlights hatte ich jetzt nicht. Ja, in Gifhorn, da fahre ich jetzt auch nicht durchs Zentrum durch. Nein, ich fahre direkt nach Wolfsburg hin. Und da gibt es dann eine Mittagspause oder eine Halbzeitpause. Also muss es weitergehen. So, Wolfsburg habe ich erreicht. Da hinter mir ist die Volkswagen Arena. Da ist die große Fabrik. Aber ich kann mal sagen, Wolfsburg kam besser Fahrrad als Gifhorn. Also das war echt nicht schön da. Und auch das Stück bis das Stadtgebiet oder das Gemeindegebiet von Wolfsburg kam, war das alles ganz grausig, der Radweg.
Und dann sah man, es war Geld da und der Radweg war wieder gut. Ja, auch der Rest. Mann, bis jetzt, ich bin jetzt über die Hälfte schon gefahren. 162 Kilometer, 145 sind es noch bis Hamburg. Ja, jetzt ist nur noch Rückenwind. Aber jetzt ist Halbzeitpause. 12.45 Uhr ist es schon, also doch schon ganz schön fortgeschritten. Ja, Gegenwind stoppt, auch das Holpe andauernd. Das bremst ein bisschen aus, aber es geht gleich weiter. Aber es ist so unheimlich warm, 20 Grad, das ist man nicht mehr gewohnt. Ich will nicht meckern, der Sommer kommt doch erst. Und morgen ist das schon wieder mieses Wetter. Also alles in Ordnung. Also ich werde jetzt hier die Halbzeitpause machen und dann geht's weiter Richtung, ja, als nächstes ist Uelzen. Das ist dazwischen. Die nächste Stadt müsste Uelzen sein. Aber das ist noch ein ganzes Stück. Also dann bis dann. Prost, Leute. Ich brauche ein Energy. Und das Eincremen nicht vergessen. Aber ich wollte hier nochmal festhalten, ich bin kein Fußballfan, mir ist es egal, ob Wolfsburg gewinnt, Bayern verliert, okay, Bayern verliert ist okay. Aber, naja, HSV ist mir alles eigentlich egal, Fußball, ne, das interessiert mich eigentlich nicht viel. Am Ende guckt man drauf, ja, der ist Meister, also wie immer. Ja, und der Rest interessiert eigentlich gar nicht dazwischen. Naja, ist halt Sport, andere mögen das, oder die meisten Deutschen wahrscheinlich, aber ich halt nicht. Ach, so. Jetzt geht's mit ordentlich Rückenwind Richtung Hamburg. Ja, der Wind ist auch gar nicht so schwach, ja, aber tut richtig gut. Ach, ein Glück, der ist da. Also weiter geht's auf die nächsten 145 Kilometer. Punkt 3 Uhr in der Stadt Wittingen, Kilometer 200, 107 sind es noch, ja bald ist das die magische Grenze von 100 Kilometern bis zum Ziel unterschritten. Ich glaube, das macht echt was aus. Boah, das macht auch so langsam, bin ich auch schon platt. Natürlich der Gegenwind bei der Hintour, da waren noch einige Höhenmeter, jetzt sind eigentlich fast keine da mit Rückenwind. Das ist echt eine Erleichterung, boah, läuft ziemlich gut. Ja, wenn ich das hochrechne, so gegen 19, 19.30 frühestens, bin ich vielleicht da, wenn das so weitergeht. Ja, aber ich will nichts übertreiben. Dieses schöne, tolle Wetter ist echt klasse, ist schön zu genießen jetzt hier. Aber es ist echt eine Kopfsache, muss ich echt sagen. Jetzt 200 Kilometer, hätte ich auch nichts dagegen, wäre es jetzt vorbei gewesen. Ich kann es aber auch jetzt jederzeit abbrechen, wenn ich will. Denn ich fahre jetzt ungefähr immer an den Bahnschienen entlang, immer am Bahnhof in der Nähe. Da könnte ich sofort, ja, Richtung Hamburg abflitzen. Ja, aber noch nicht. Ich muss jetzt wieder was trinken. Es ist echt super warm. 22 Grad, ich kann es kaum glauben.
Aber zum Glück ist jetzt dieser Wind da, zwar ist Rückenwind, aber der kühlt doch ein bisschen. Richtig klasse. Meckern will ich nicht, ja, ein Eis will ich auch nicht, aber trinken und einen kleinen Snack, Power Snack, irgendwie so einen kleinen Riegel oder so, werde ich wieder essen und dann geht es in 5 Minuten wieder weiter. Also dann geht es ab weiter nach Uelzen. Kilometer 235, ich bin jetzt fast in Uelzen wieder durch, bin ich durchgerast, ja, kann man schon fast sagen, also mit diesem Rückenwind, Alter, über 200 Kilometer gefahren und jetzt baller ich hier so längs, aber das ist klar, der Wind ist etwas stärker geworden, zum Glück jetzt erst, wo ich den als Gegenwind habe, passt super, ja, Uelzen, da ist ja genug Versuchungen irgendwas zu essen, so wie hier auch, ne. Muss jetzt nicht sein, nur Kleinigkeiten ist immer gut. Ja, und was ich auch Quatsch finde, ist das beste Wetter und die laufen da drin im Fitnessstudio. Was ein Quatsch, oder? Ich finde, das ist der größte Quatsch. Man kann auch draußen laufen, ist doch viel besser bei so einem Wetter. Oh, das ist auch schon wieder zu warm. 21 Grad ist doch genau richtig, aber naja, egal. Ja, ich fahre jetzt ja eigentlich die B4 immer entlang. Mal sehen, wie der Radweg da ist. Bis jetzt, die letzten Kilometer, bin ich auf Straße gefahren. Fast nur auf Straße, nur ganz kurze Strecken, waren auf dem Radweg, war richtig guter Asphalt, da konnte ich echt gut rollen. Ich hoffe, das kann ich jetzt auch Richtung Lüneburg. Ja, das sind, ja, weiß ich gar nicht, so 30 Kilometer sind das locker wieder. Naja, schauen wir mal. Jetzt rase ich B4, ja, wird es laut werden, aber naja, Mittel zum Zweck, um das Ziel heute zu erreichen. Also weiter geht's. Jetzt habe ich auch Lüneburg verlassen, bin ich bei Kilometer 272, also mein persönlicher Rekord ist geschlagen. Ja, aber ich kann echt noch gut fahren,
Ja, bei dem Rückenwind. Die Stadt ging eigentlich auch. Okay, 1000 Ampeln halten etwas auf. Ja, ich werde jetzt noch, was habe ich noch? 37 Kilometer bis ins Ziel. Ja, 19:30 wird es nicht. Irgendwas mit 20 Uhr und ein paar zerquetschte wird es werden. Aber egal, da geht auch gerade vielleicht die Sonne unter. Wow, bis jetzt ein toller Ritt. Besonders die Rückfahrt. Ja, ich hatte ja auch gesagt, ja, es wird die letzte Fahrt wahrscheinlich sein. Aber keine Panik, nicht für mich, sondern für das Fahrrad. Ja, es ist total aufgeschlissen. Das muss ich sagen. Schaltung funktioniert nicht mehr so ganz richtig. Quietscht wie Hulle. Die kleinen Räder, die sind alle auf. Kette, das muss alles erneuert werden. Die Laufräder, ja, die Lager sind kaputt. Ja, seit 15 Jahren habe ich das auch runtergeschlissen. Müsste ich neu kaufen. Ja, eigentlich alles Mögliche müsste ich da erneuern. Das lohnt nicht, denn ich merke das auch wieder bei dieser Tour mit diesen Felgenbremsen. Das ist nicht mein Ding. Ja, und dann habe ich mich entschlossen, jetzt ich kaufe mir einen neuen Renner. Was soll ich sagen? Der steht schon zu Hause, ist gestern angekommen. Ja. Was es ist, ja, werdet ihr bestimmt irgendwann mal sehen. Ja, der wird, ja, weiß ich noch nicht. Ersatzteillager ist da ja nicht mehr viel. Aber ja, hat 15 Jahre gute Dienste geleistet, aber es ist echt vorbei. Auch Tretlager, das ist alles hinüber. Es müsste jetzt ordentlich investiert werden und diese Felgenbremsen, man muss so hart bremsen. Das will ich nicht mehr haben. Ich habe jetzt ein neues mit hydraulischen Felgenbremsen. Das ist 10-mal besser. Auf jeden Fall auch gerade in den Alpen, wenn ich wieder da rumfahre. Das wird dies Jahr auch passieren. Also, okay. Ja, das dazu. Also, denn auf nach Hamburg. Gleich kommt noch mal Winsen-Luhe, da muss ich durch. Ja, und dann geht's ab zum Startpunkt von heute Morgen in Harburg. Also, weiter geht's. So, ich habe es so gut wie geschafft. Boah, 307 Kilometer steht jetzt drauf, 3 Kilometer habe ich noch. Aber bevor es zu dunkel wird, beende ich das jetzt hier für euch. Geschafft, die Radlmaus-Challenge. Leute, ich habe es geschafft. Aber ich muss ehrlich sagen, boah, was für ein Brett. Das ist schon heftig. Bin in 16 Stunden unterwegs gewesen. Unglaublich, also mental muss man da auch echt das durchhalten können. Zum Glück konnte ich zum Schluss mit dem Rückenwind gut Gas geben, dass es jetzt nicht zu spät wurde. Ja, der Regen, der eigentlich mal angesagt war um 21 Uhr, der kommt jetzt erst so um 0 Uhr oder so, der kommt, verspätet sich eh. Aber jetzt bin ich gleich in Harburg am Startpunkt wieder. Ich habe es geschafft. Ja, es war ja okay, nicht die schönste Runde, würde ich mal sagen.
einfache Mittel zum Zweck über die Landstraßen, Bundesstraßen. Oh, ganz schön hobbelig. Das hat auch noch mal Kraft gekostet insgesamt. Der Gegenwind bis nach Wolfsburg, das ging eigentlich. Aber dann frischte der Wind auf und dann hatte ich ihn als Rückenwind. Ja, zum alten Überfluss habe ich mich hier noch geratscht. Aber das war halb so schlimm. An so einer Bank, egal. Ja, aber das war heftig. Das ist echt eine Hausnummer. 300 Kilometer. Okay, ich bin vielleicht auch nicht der Schnellste. Sightseeing habe ich trotzdem heute nicht gemacht. Ja, aber es war klasse. Muss sagen, das war toll. Das jetzt geschafft zu haben, das ist auf meiner To-Do-Liste jetzt abgehakt. Aber ich muss sagen, erstmal nicht noch einmal. Ich bin jetzt gebügelt, nicht super kaputt. Die Arme tun ein bisschen weh von Abstützen immer. Die Schulter so ein bisschen vom Rucksack. Die Beine gehen eigentlich alles top. Also ich muss mich ja jetzt bedanken. Ja, Radlmaus, du bist gemeint. Dein Content, der ist so klasse. Deine Leistung, das kann ich jetzt so verstehen. Also was das bedeutet, du fährst ja sogar noch länger. Unglaublich, aber Chapeau. Also das ist echt ein Brett, 300 Kilometer. Boah, aber es hat Spaß gemacht. Ja, mental, bis diese 100 Kilometer bis zum Ziel weg sind, ist echt heftig. Du hast 180 Kilometer geschafft, sind immer noch 120. Oh. Aber jetzt habe ich es geschafft, das ist abgehakt. Die Radl-Maus-Challenge ist geschafft. Ja, boah. Aber als nächstes kommt da nichts mehr. Also nicht mehr mit 300 Kilometer. 200 Kilometer wird schon eher wieder sein, aber ne. Das Rad hat gute Dienste geleistet. Ja, verschrotten ist ja noch nicht so richtig das richtige Wort. Ja, aber ein neues Bike kommt, ein neuer Renner. Mal sehen, wie es damit geht. Vor allen Dingen die Scheibenbremsen, das wird mir sehr viel helfen. Ja, ich bin ja hier nicht mit Klickpedale unterwegs gewesen, aber das werde ich wahrscheinlich beim anderen auch wieder mehr einführen. Mit Kamera, so, da mache ich das lieber nicht so eingeklickt. Aber egal, es war toll. Sehr, sehr, sehr nice, das geschafft zu haben. Also wirklich, danke, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, es hat genug schöne Bilder trotzdem gegeben, obwohl ich an vielen vorbeigefahren bin. Aber da komme ich bestimmt irgendwann auch nochmal vorbei und dann finde ich nochmal richtig eine Tour, wo ich die richtigen Sehenswürdigkeiten dann abfilme. So, und jetzt ist Schluss. Ich fahre jetzt die letzten 3 Kilometer, also 310 Kilometer habe ich denn geschafft. Einfach unglaublich. Wahnsinn. Unglaublich. Aber ich sage jetzt nur noch, danke fürs Anschauen. Bis zum nächsten Mal. Ja. Moin moin, sag ich mal. Und tschüss. Euer Flachlandradler Thorsten. Der hat die 300 geknackt. Tschüss.